Konnichiwa Minasan und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es darum, wie man mit einem Tattoo in Nuance gehen kann, nämlich mit diesem schönen Teil. Also, los geht's mit dem Video. Ja, in Japan sind ja sehr oft die Tattoos in Onsen verboten, beziehungsweise es gibt nur wenige Onsen, die es erlauben, dass man mit einem Tattoo rein darf. Dazu gibt es auch extra Webseiten, wo man diese freundlichen Onsen für Tattoos, also für Menschen mit Tattoos, finden kann. Tue ich euch unten in der Infobox mal verlinken. Aber für all diejenigen, die kleine Tattoos haben oder so etwas größere, also in der Größe, die haben eine andere Möglichkeit. Die können in alle Onsen gehen ohne Probleme, nämlich auch in den von den Hotels, wie zum Beispiel hier vom Dormy Inn. Hier in der Onse war ich auch, obwohl ich ein Tattoo habe. Und hier das Dormy Inn war auch eins der ersten Hotels, die mir das hier angeboten haben. Heißt also, der Herr, den ich gefragt habe, hey, darf ich hier mit einem Tattoo in die Onse, hat direkt gesagt, nee, darfst du nicht, aber warte mal, und kam dann hiermit hervor. Das ist im Endeffekt hier drin und meinte, das kann ich aufkleben, wenn es ein kleines Tattoo ist, dann darf ich rein. Aber ich habe es nicht gebraucht, da ich mir selbst welche bestellt habe. Denn das Hotel hier war das erste, was es mir angeboten hat, dass die das da haben. Alle anderen Hotels haben gesagt, nee, geht nicht. Dann habe ich das hier rausgezogen, habe gesagt, ich habe das hier, aber wenn ich es draufklebe, darf ich dann in die Onsen? Und ja, jeder bisher hat gesagt, ja, wenn das alles abdeckt, darfst du damit auch rein. Ergo, das hier ist die perfekte Variante. Ich blende euch auch direkt mal hier ein Bild ein, wie es aufgeklebt aussieht. Ich habe ein Tattoo, was komplett schwarz ist und man sieht es nicht, wie man es auf dem Bild sieht. Aber jetzt ist das Problem, wie kommt ihr hier dran? Ich zeige es mal genauer. Das geht ganz einfach. Ich habe es mir nämlich auf der japanischen Amazon-Seite gekauft. Ihr müsst euch einfach dort ein Konto erstellen, da es nicht mit dem Deutschen verlinkt ist. Und wenn ihr euch da das Konto erstellt habt, gebt ihr eure Kreditkarte ein und dann könnt ihr die Sachen bestellen. Entweder nach Deutschland, wobei das hier lässt sich, glaube ich, nicht nach Deutschland liefern, aber es gibt eine andere coole Variante. In Japan kann man alle Lieferungen, die man haben möchte, auch an Konbini versenden. Und so bekommt ihr das und könnt dann in die Onsen gehen. Aber ich zeige euch mal diesen ganzen Vorgang, wie ihr diesen Konbini auswählen könnt. Dann zeige ich euch doch mal, wie man den dann bestellt auf Amazon Japan. Hier ist der Artikel. Den Link dazu tue ich euch unten in die Videobeschreibung packen, damit ihr den auch sofort findet. Hier haben wir die japanische Bezeichnung und, wie man es von Amazon kennt, mehrere Bilder. Hier sieht man auch, dass es verschiedene Farbtypen gibt von den Pflastern. Und auch verschiedene Größen. Die verschiedenen Farbtypen könnt ihr hier auswählen und die verschiedenen Größen werden hier unten angezeigt. Da kann man sich dann die passende Größe raussuchen. Aber da viele jetzt wahrscheinlich nichts lesen können, stellen wir Amazon Japan erstmal auf Englisch. Ihr habt es wahrscheinlich für die Registrierung eh schon umgestellt. Jetzt habt ihr auch den richtigen Namen auf Englisch stehen. So, dann wollen wir den doch mal bestellen. Wir wollen den nur einmal haben und kein Abo machen. Ja, das gibt es hier auch, genauso wie auf dem deutschen Amazon. So, in dem Warenkorb. Jetzt kommt aber schon ein wichtiger Part. Wenn ihr noch keine japanische Adresse eingetippt habt, bekommt ihr nur angezeigt, dass der Artikel nicht nach Deutschland versendet werden kann. Und ihr bekommt auch nicht angezeigt, dass man den an einen Konbini senden kann. Daher müsst ihr einmal in euren Account gehen und eine japanische Adresse registrieren lassen. Da könnt ihr ohne Probleme
den von eurem Hotel nehmen. Ich habe jetzt mal das Hotel The Bee genommen, wo ich auch schon übernachtet habe. Diese Adresse tippt ihr dann bei Amazon ein und wählt sie aus. Keine Sorge, denen passiert nichts. Ihr tut ja auch nichts dorthin liefern, sondern an den Kombini. Wobei ihr wahrscheinlich auch zu denen was schicken könnt, denn eure Koffer könnt ihr ja immer zum nächsten Hotel versenden, was die annehmen. Genauso nehmen sie auch sowas an. Man sollte nur zuvor das Hotel informieren, denn ich habe von einer Freundin erfahren, dass der Pocket Wi-Fi von ihr zurückgesendet worden ist. Heißt also, die Annahme verwehrt worden ist vom Hotel. Daher sollte man da vorher das Hotel informieren, meiner Meinung nach. Aber wir wollen es ja nicht zu denen senden. Jetzt gehen wir zu Checkout. Wir wollen keinen Amazon Prime haben. Wer zum Beispiel Amazon Prime Video nutzen möchte in der Zeit, während er in Japan ist, kann das monatliche Abo abschließen, aber nicht vergessen, es wieder zu kündigen. So, jetzt wählt ihr eure japanische Adresse hier aus vom Hotel. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schnell über Change ändern. Nicht wundern, ich habe meine verdeckt wegen Anonymität. Jetzt geht ihr hier auf Pickup. Ja, jetzt bekommt ihr dieses Feld. Nicht wundern, das ist leider alles auf Japanisch. Hier seht ihr, es gibt auch Amazon-Packstationen, wo man was hinsenden kann. Aber auch das hier ist der Lawson. Damit ihr aber wisst, wo ihr es hinsenden müsst, guckt ihr euch nochmal die Adresse von eurem Hotel an. Und hier diese Postleitzahl. Die tippt ihr dann hier oben ein. Und Enter. Und schon habt ihr hier die Map. Ein bisschen reinzoomen. Und schon seht ihr, hier ist euer Hotel. The Bisuibashi. Ja, jetzt haben wir hier mehrere Sachen zur Auswahl. Aber die 20 ist am nächsten. Das ist der Lawson. Der hat auch 24 Stunden durchgängig auf. Heißt also, ihr könnt um 3 Uhr nachts sonntags dorthin gehen und euer Paket abholen. Den wählen wir auch direkt mal aus. So. Hier seht ihr auch, wann es geliefert wird, nämlich am 11. Mai. Heißt also, am 11. Mai könnt ihr dann dorthin gehen und es abholen. Es wird auch 4 oder 5 Tage nur dort gelagert, aber das könnt ihr dann hier in diesen ganzen Sachen nachlesen. Und dann müsst ihr den Namen von demjenigen eintippen, der es abholt. Heißt also, den Namen, der in eurem Pass steht. Denn den Reisepass müsst ihr mitnehmen, denn es wird verglichen, ob ihr die Person seid und ob man euch das Paket geben darf. Also geht ihr mit eurem Reisepass und mit eurem Handy, wo ihr die Bestätigungs-E-Mail bekommen habt, zu dem Kombini. Keine Sorge, wenn ihr kein Japanisch könnt. Ihr zeigt dem Mitarbeiter einfach die Bestätigungs-E-Mail und dann weiß er schon direkt, was Sache ist. Holt euer Paket, vergleicht den Namen und schon habt ihr es. Für diejenigen, die eine Kreditkarte haben, wo keine Auslandswährungszins anfällt, heißt also, die keine extra Gebühren haben, wenn sie in Yen zahlen, würde ich empfehlen, auf Yen zu tippen, denn das ist dann der tagesaktuelle Kurs, die eure Kreditkarte abrechnet. Für alle anderen könnt ihr Euro nehmen. Und dann bestellt ihr hier einfach und schon könnt ihr euer Paket ein paar Tage später im Kombini abholen. Ja, so leicht kann man den Kombini auswählen, indem man das hier liefern lassen möchte. Ihr könnt auch alles andere dorthin liefern lassen. Heißt also, ihr habt irgendwas auf Amazon gefunden und sagt, boah, geil, das will ich haben, aber das kann ich nicht nach Deutschland versenden oder die Versandkosten sind mir zu teuer. Dann lasst es doch einfach in eurem nächsten Urlaub in diesem Kombini liefern, wo ihr dann seid. Ja, und dann
habt ihr das und alles andere. Und das hier ist echt eine gute Variante für die Onsen, kann ich echt empfehlen. Aber genug geredet, jetzt wisst ihr, wie ihr in die Onsen reinkommen könnt, wenn ihr kleine oder mittelgroße Tattoos habt, also mittelklein. Denn die Größen stehen ja drauf, wie groß diese Pads sind. Und all diejenigen, wo das Pad passt, drauf machen, ab in die Onsen. Ja, damit würde ich auch mein Video beenden für heute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Thema, wie kann ich in Onsen gehen mit Tattoos. Und ja, ich habe seit neuestem auch einen Link, Affiliate-Link, ich kann es einfach nicht aussprechen, Entschuldigung, von Amazon. Ich würde mich freuen, wenn ihr darüber bestellt und mich ein bisschen unterstützt. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Vergisst nicht zu liken und mich zu abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Matane!